Umgang mit Gewalt, das ist das Thema des Jura-Health-Kongresses. Welchen Stellenwert räumt die Politik, und Sie sind ja die Ressortministerin für das Fach Gesundheit, welchen Stellenwert räumt die Politik dem Thema Umgang mit Gewalt an? Also es ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir auf verschiedenen Ebenen, gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, also mehr Pflege, mehr Gesundheitsbedarfe, weniger Personalressourcen, immer mehr auch Risiken haben, dass Gewalt, dass Fixierung im Gesundheitssystem eine Rolle spielt. Dem müssen wir unverzüglich einen Riegel vorsetzen. Und vor allen Dingen müssen wir die unterschiedlichen Bereiche bezogen auf das Selbstbestimmungsrecht der Menschen deutlich in den Vordergrund stellen. Für mich ist wichtig, gerade wenn man das sozusagen mit der rechtlichen Ebene verknüpft, dass wir die Fragen mal erläutern, welche Rolle spielt das Haftungsrecht, die Regressansprüche immer wieder für die Beschäftigten. Also ich weiß, dass viele ältere Menschen fixiert werden, sediert werden, weil die Pflegekräfte Angst haben, bei Stürzen schuld zu sein. Das kann so nicht sein. Da muss man sich nur selber fragen, würde ich lieber fallen oder lieber eingesperrt sein? Ich muss sagen, ich würde lieber fallen, als eingesperrt zu sein. Und das muss für alle Menschen gelten. Ich sage meinen Studenten noch immer, jeder Mensch hat das Recht auf Selbstgefährdung. Deswegen stellen wir die Raucher ja auch nicht unter Betreuung. Aber die zweite Frage, welche präventiven Maßnahmen setzt die Politik, um genau das zu erreichen? Also wir brauchen zwei Ebenen. Zum einen müssen wir gucken, dass die Bereiche, wo Fixierungen angeordnet werden, reduziert werden. Das heißt, an der Stelle gehen wir in Nordrhein-Westfalen von Seiten des Justizministeriums deutlich den Werdenfelser Weg. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, finde ich. Das Zweite ist aber, dass wir denjenigen, die heute fixieren, denjenigen, wo Gewaltsituationen entstehen, Alternativen anbieten. Das heißt zum einen Redufix als Konzept oder auch vergleichbare. Wie kann man Fixierungen reduzieren und Alternativen schaffen? Das sind Diskussionen, die wir hier führen und einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, den wir brauchen, haben wir angestoßen, aber gerade auch mit dem Ziel, dass diejenigen, die in der Verantwortung stehen, die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen im Bereich der Pflege, im Bereich der medizinischen Versorgung, dass die auch wirklich für das Thema so sensibilisiert werden, dass wir versuchen, die Strukturen an den Bedarfen der Menschen auszurichten und nicht meinen, dass ein Dementer in den Krankenhausalltag unseres heutigen Gesundheitssystems passt. Das funktioniert so nicht. Und auch jemand mit Demenz hat ein Selbstbestimmungsrecht und darf nicht einfach eingesperrt werden. Und ich denke, wenn wir uns alle fragen, wie wir alt werden wollen, wie wir versorgt werden wollen, dann wissen wir, welche Maßnahmen Politik gehen muss. Genau, das ist Prävention für uns, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich vielmals. Für